Zuletzt bei Horizon Forbidden West. In Ted Farrows Ruhestätte fanden wir heraus, dass Ted immer noch lebte. Durch medizinische Eingriffe war er durch Mutationen in der Lage, weiterhin in einem Reaktor zu überleben, aber nachdem Sio, der Anführer der Quen, ihn vernichtete, zerstörte sich die gesamte Anlage gemeinsam mit Ted Farrow. Wir konnten aber noch seine Omega-Freigabe bekommen und damit gehen wir jetzt zurück in unsere Basis, denn wir sind nun in der Lage, Hephaestus anzugreifen. Hi Freunde, ich befinde mich hier ganz im Norden der Insel und hier ist ein weiterer Aussichtspunkt und ich habe den auch schon gefunden. Ihr müsst einfach nur unter Wasser diese Stelle mit dem gelben Griff suchen und dort seht ihr dann diese alte Kuppel mit der Golden Gate Bridge, glaube ich, im Hintergrund, wenn ich das richtig erkenne. Das ist vielleicht das irgendein Park oder so. Ja, und das ist Nummer 8 von 9. Was quasi die Aussichtspunkte angeht. Und jetzt muss ich nochmal kurz schauen. Es muss nur noch einen Aussichtspunkt irgendwie. Das könnte der hier sein. Das hier könnte unser letzter Aussichtspunkt sein. Und dann haben wir, glaube ich, alle zumindest bisher verfügbaren Sammelquests geschafft. Ihr seht das, wir haben alle Ornamente. Und es fehlt noch ein Aussichtspunkt. Keine Ahnung, wo der ist. Da bin ich mir nicht sicher. Wir haben alle Flugschreiber, wir haben die Signallinsen. Was das hier für Sammelgegenstände sind, weiß ich nicht. Haben wir, glaube ich, noch nicht gefunden, weil sie noch gar nicht existieren. Und wir haben auch alle Drohnen. So, sehr, sehr, sehr angenehm. Unsere Quest führt uns jetzt aber hierhin. Geht zu den Koordinaten des Aussichtspunktes. Was fehlt mir denn jetzt? Ich dachte, wir müssen zurück zur Basis. Moment mal, habe ich gerade eine falsche Quest im Kopf? So, ich habe gar keine Schnellreisepakete mehr. What? Nee, das sollte jetzt aber nicht passieren. Oh, aber ich kann die im Wasser nicht craften. Das ist natürlich ein bisschen ärgerlich. Einen Moment, Freunde. Einen Moment. Da bin ich jetzt aber sehr gespannt, ob jetzt dieser Aussichtspunkt, der mir da markiert ist. Aber war die Hauptstory nicht, dass wir jetzt zurück müssen, weil wir ja jetzt die Omega-Freigabe haben? Welche Quest habe ich hier gerade aktiv? Ich habe das Gefühl, mir fehlt gerade irgendeine Info. Das Gefühl, irgendwas ist gerade an mir vorbeigezogen, was ich vom letzten Part nicht mehr weiß. Aber ich habe den letzten Part vorgestern, glaube ich, aufgenommen. Also, das ist eigentlich gar nicht so lange her. So, wir erstellen noch mal ein paar Schnellreisepakete. Bam. So. Vielleicht ist das der letzte Aussichtspunkt. Ich weiß es nicht. Oder ist es irgendwas anderes? Wir werden es jetzt herausfinden, Freunde. Geht zu den Koordinaten des Aussichtspunktes. Habe ich vielleicht irgendwie dadurch, dass ich alle 8 Aussichtspunkte jetzt irgendwie gefunden habe, so den finalen 9. Aussichtspunkt freigeschaltet oder so? Wie gesagt, ich bin gerade selber sehr überrascht. Ich habe das irgendwie nicht mitbekommen, dass hier irgendeine Info in diese Richtung kam, aber wir haben die Quest auf einmal. Ja, da seht ihr es? Da blinkt es. Das ist das typische Signal, was man empfängt, wenn hier so ein Aussichtspunkt in der Nähe ist. Es scheint aber gar nicht so weit oben zu sein, habe ich das Gefühl. Moment mal. Jetzt schauen wir mal nach. Doch, das ist der letzte. Aussichtspunktsignal, ja. Okay, ein weiteres Aussichtspunktbild. Das hier ist voller Türme. Wurde offensichtlich von sehr weit oben aufgenommen. Ach du Scheiße. Ach du Scheiße. Wartet mal. Seht ihr da drüben diese Türme? Ich kann mir vorstellen, dass das hier das ist. Aber wenn es heißt von sehr weit oben, müssen wir dann irgendwie auf diese Brücke hochklettern oder so? Und oh, da ist eine Maschine. Erst überbrücken, wenn ich in der richtigen Brutstätte war. Ja. Bist du böse? Nee. Wartet mal. Ich glaube, also ich hoffe, ich spoiler nichts, wenn ich jetzt sage, dass man diese Viecher, glaube ich, fliegen kann. Ich bin mir relativ sicher, dass man diese Viecher fliegen kann. Und kann es sein, dass wir diesen letzten Aussichtspunkt jetzt erst machen können, wenn wir den Dude fliegen können, damit wir dann damit auf diese Brücke hochfliegen können? Können wir diese Quest hier noch nicht schaffen? Ich hab ein ganz mieses Gefühl bei der Sache, Freunde. Ich sage es ganz offen, ehrlich, wie es ist. Ich glaube, wir können den letzten Aussichtspunkt noch nicht machen. Aber immerhin wissen wir, wo er ist. Oh, wir haben Eis bekommen. Geil. Wie gesagt, immerhin wissen wir, wo er ist. Das ist wichtig.
Das heißt, wenn wir dann den Kollegen fliegen können, dann können wir da oben auf diese Brücke hoch. Und dann wahrscheinlich von da den letzten Aussichtspunkt erreichen. Ich vermute mal, dass es das ist. Okay, dann machen wir, dann behalten wir das im Kopf, dass das hier existiert. Dann weiß ich aber tatsächlich nicht, was dieses Fragezeichen hier ist. Das ergibt für mich noch wenig Sinn. Dann gehen wir jetzt aber zurück zu unserer Basis, Freunde. Denn jetzt geht's hier weiter. Wir müssen noch die Flugschreiber abgeben, das ist wichtig. Die Drohnenbilder können wir bei Gaia abgeben. Das ist kein Stress, das können wir jetzt gleich übernehmen. Und die Ornamente müssen wir noch in dem Las Vegas abgeben. Bei, wie ist der? Buldur, Guldur? Ich bin mir nicht mehr ganz sicher. Der sozusagen mit diesen Ornamenten ja, hier quasi arbeitet. So, hi. Aloy, sei gegrüßt. Wir wissen über unsere Mission Bescheid und sind bereit, wenn du zu Gemini aufbrechen willst. Geil. Konntest du den neuen Arm mit Gaias Hilfe fertigstellen? Jawohl. Ich hatte gehofft, wir könnten darüber reden, wenn du Zeit hast. Ja, definitiv. Du wolltest über deinen Arm sprechen? Genau. Es ist Zeit, ihn zu testen. Und ich will, dass du dabei bist. Okay. Wie sollen wir das machen? Nicht wie. Wo? Treffen wir uns dort, wo wir Regalas Bebenzahn erlegt haben. Genau in der Fußbiegung. Klar, wenn du willst, aber ich weiß nicht, ob ich's verstehe. Das wirst du, wenn wir dort sind. Versprochen. Ich gebe Bescheid, wenn ich in der Nähe bin. Ich danke dir, Aloy. Okay. Ich lass dich nicht von mir aufhalten. Wie gesagt, ich rufe dich, wenn ich in der Nähe von Regalas altem Außenposten beim Bollwerk bin. Bombe. Okay. Ich hatte so, Freunde. Oh, what? Warte mal. Kann ich das hier öffnen? Nein, okay, das steht da einfach nur zur Deko. Alles klar. Also unsere Basis wächst einfach mit unseren Abenteuern. Aber wir geben jetzt auf jeden Fall alle Drohnen ab. Keine Ahnung, ob ich irgendwas dafür bekomme. Aber das ist dann immerhin schon mal die nächste Sammelquest, die wir finalisieren können. So, zack. Na also, einfach eins nach dem anderen. Sind wieder mit der Kuppel verbunden. Mhm. Ah, ich habe alle auf einmal abgegeben. Cool. Abgeschlossen. Ah, jetzt kriege ich hier für jede einzelne Drohne das Questziel abgeschlossen. Okay, jetzt bin ich gespannt, ob wir dafür irgendwas kriegen. Mhm. Hauptquest Gemini, kehre zur Basis zurück. Ja, habe ich auch gemacht. Abgeschlossene Überwachungsdrohnenmodule. Ich habe jetzt nichts dafür bekommen. Das war jetzt einfach nur ein gut gemacht oder what? Hä, was soll das denn jetzt? Aloy, ich weiß, dass Tegen dich aufgewühlt hat, aber wir haben noch ein Problem. Ist Beta oder der Anlage etwas passiert? Werden wir dich irgendwie nach Gemini bringen können? Die Anlage ist fertig. Das Problem ist Hephaestus selbst. Er hat sich stark im Brutstätten-Netzwerk ausgebreitet und wird immer mächtiger. Aber mit den wiederhergestellten Unterfunktionen können wir es immer noch schaffen, oder? Korrekt. Aber Hephaestus zu absorbieren wird länger dauern, als wir bisher angenommen haben. Und wie lang? Sogar mit meiner Omega-Freigabe schätze ich, dass wir 35 Stunden brauchen werden. Und mit jeder Stunde wird es wahrscheinlicher, dass die Zeniths uns entdecken. Zwei Kerne. Zwei Überbrückungen. Was, wenn wir die Verschmelzung von zwei Elisabeth Sobel-Klonen mit Omega-Freigabe durchführen lassen? Wie lange dauert es dann? Halb so lang? Hephaestus wäre auf zwei simultan agierende Betreiber nicht vorbereitet. Außerdem würde die Effizienz durch Synergie gesteigert. Berechnung läuft. Die Verschmelzung würde etwa 4,5 Stunden dauern. Okay. Val, es sieht aus, als brauchten wir Beta bei Gemini. Meinst du, du kannst sie überreden? Ich weiß es nicht, aber ich versuch's. Was ist mit der Ablenkung? Und den Impulsgeneratoren? Ein letzter Test steht noch aus. Ich bin sicher, dass die Zeniths nichts von unserer Aktivität bei Gemini erfahren, wenn ich in die Nähe anderer Brutstätten feuere. Gut.
Solange Erend einen bedienen kann, ohne sich selbst zu erschießen. Aloy, mach dich besser auf den Weg. Peters Zustand ist schlecht. Okay. Oh, damn. Das ist nicht gut. Okay. Ich weiß nicht, ich hoffe, Betas Zustand ist schlecht, ist quasi nur psychisch gemeint und nicht physisch. Also nicht, dass es jetzt irgendwie, dass sie sich verletzt hat oder was weiß ich. Aloy. Ich hab's versucht, aber es ist unmöglich. Nichts kann sie umstimmen, fürchte ich. Wir haben keine Wahl. Viel Glück. Beta, du musst mit uns kommen. Es geht nicht anders. Es ist nur eine Mission. Die wichtigste. Wir brauchen dich. Warum willst du nicht helfen? Was ist, wenn... Was, wenn sie mich wieder mitnehmen? Allein. In eine Zelle stecken. Eine Sklavin. Für immer. Val und ich werden auch bei Gemini sein. Ich beschütze dich. Sobald wir Hephaestus haben, kommen wir hierher zurück. Die Zeniths werden uns nicht finden. Du musst keine Angst haben. Nein! Du kannst mich nicht beschützen. Niemand kann mich vor ihnen beschützen. Ich habe dir von Anfang an gesagt, dass wir sie nie schlagen. Keine Chance. Beta. Lass mich in Ruhe! Du verstehst nicht! Das stimmt. Das tue ich nicht. Wir haben dieselben Gene, dieselben Gedanken, dasselbe Herz. Warum kannst du nicht die Stärke aufbringen, das Nötige zu tun? Wie es Elizabeth würde. Glaubst du, darüber hätte ich nicht nachgedacht? Ich weiß nicht, welcher Teil von Elizabeth mir fehlt. Ich weiß nicht, was du hast, das mir fehlt. Ich habe alle Daten von deinem Fokus angesehen. Du warst eine Ausgestoßene, gemieden und isoliert, genau wie ich. Was ist der Unterschied? Was ist bei mir kaputt? Sie hatte Rost. Boah, ich krieg Gänsehaut. Beta. Du bist nicht kaputt. Boah, ich hab so Gänsehaut Beta. Am ganzen Körper. Schau, boah. Dir fehlt kein Teil von Elizabeth. Der Unterschied ist, ich hatte ihn. Rost. Er hat dich aufgezogen und trainiert, war aber nie liebevoll. Oder nett. An dem Tag, an dem er starb und dir diesen Anhänger gab, da wollte er dich verlassen. Der Stamm sollte meine Familie sein. Aber dann gab er sein Leben für meins. Er liebte mich auf seine Weise. Und das hat gereicht. Wie war das für dich? Es war, als wäre immer eine Stärke um mich gewesen. Und ist es noch. Sogar jetzt kann ich seine Stimme hören, wenn es eng wird. Erscheint es unmöglich? Sieh genau hin. Kämpfe, als könntest du gewinnen. Du musst nicht auf die Mission. Wir finden einen Weg. Ich gehe mit. Du sagst, du willst mich beschützen. Ich glaube dir. Aber du musst mir eine Sache versprechen.
Ja, sicher. Wenn es schief geht. Wenn die Zeniths uns finden, ich will nie wieder ihre Sklavin sein. Verstehst du das? Okay. Versprochen. Versprochen. Ich brauche viel Zeit, um mich auf die Verschmelzung vorzubereiten, damit sie so effizient wie möglich wird. Bin bereit, wenn du es bist. Ich schwöre. Und ich muss Nase putzen, Freunde. Aloy. Okay. So, ich sehe aber gerade, dass hier noch eine Quest aufgetaucht Aloy. Ist. Von ihr. Okay, was hast du denn zu sagen, Kollegin? Aber schön, dass du da bist. Aloy. Bei der Arbeit, verstehe. Es ist einfach so viel. Ich meine, wir wussten, dass künstliche Wesen den Ahnen gedient haben. Aber Gaia? Oh, sie ist erstaunlich. Und du, eine echte Reinkarnation einer Ahnen. Im genetischen Sinne natürlich, nicht wie der CEO in den letzten Tagen. Und da draußen sind noch weitere Ahnen, zurückgekehrt von jenseits der Sterne. Sicher, sie versuchen uns zu töten, was nicht so toll ist. Und Eric Visser ist bei ihnen, was verstörend ist. Und dann ist da noch Hephaestus und... Okay, okay, wie wär's, wenn wir eins nach dem anderen machen? Du hast recht. Ich schulde dir auch eine Erklärung für alles, was geschehen ist in Landfall. Oh, und falls du kurz Zeit hast, ich könnte dabei etwas Hilfe gebrauchen. Okay, um was geht's? Du meintest, du benötigst Hilfe bei etwas? Ja. Als ich Daten aus dem Treibhaus durchsah, stieß ich auf Hinweise auf ein System der alten Welt im großen Delta. Es nennt sich Leviathan. Meine Leute entdeckten es vor Jahren. Ein weitläufiges Netz aus Flusstoren und ein Labyrinth unterirdischer Tunnel. Das Vermächtnis verriet, dass die Alten es gegen Fluten nutzten. Aber wir bekamen es nicht in Betrieb. Das ganze Ding ist abgeschaltet. Aber die Daten aus dem Treibhaus erwähnen die Forschungsanlage, in der Leviathan geschaffen wurde. Sie ist in San Francisco. Noch eine Pharaoh-Anlage? Nein. Leviathan ist ein Projekt von Aileen Sasaki, einer anderen Ahnin. So lehrt es uns zumindest das Vermächtnis. Wenn wir die Daten beschaffen, können wir vielleicht das System im großen Delta reparieren. Jedes Jahr hat meine Schwester Angst, wenn die Regenzeit beginnt. Mit Leviathan braucht sie das vielleicht nicht. Okay. Wo genau in San Francisco steht die Anlage? Das ist es ja. Aus den Daten geht nicht hervor, wo genau. Aber einer unserer Wahrsager hat die Ruinen erkundet. Vielleicht weiß er's. Kommst du mit mir? Ich glaube, wo immer die Anlage steht... Also, du kannst Maschinen viel besser bekämpfen als ich. Natürlich. Ich gebe Bescheid, wenn ich in Landfall bin. Danke, Aloy. Cool. Natürlich, bevor du... Sehr gut. Nicht mehr. Wir mussten nur ein paar... Okay, die reden nur über Beta, alles klar. Ich danke dir. Ah ja, schon gut. So, ich will jetzt aber vor allem die Quest mit Kotalo will ich jetzt hier machen. Das ist das, was mich jetzt sehr interessiert. Aber ich habe hier leider kein Lagerfeuer. Doch, hier, dieses Lagerfeuer habe ich. Sehr schön. Ich will jetzt gucken, ob der Dude seinen Arm wiederbekommt. Ich hoffe es so sehr. Ruhe. Aber ich noch nicht. Ja. Weil ich habe irgendwie, also auf der einen Seite, also ich wünsche es mir so sehr und ich hoffe auch, dass es funktioniert. Auf der anderen Seite habe ich aber irgendwie Angst, dass die Entwickler gesagt haben, oh nee. So, wir haben das 3D-Modell von Kotalo und der soll jetzt auch so bis zum Ende so aussehen. Wir lassen jetzt den künstlichen Arm nicht funktionieren. Ne, das ist so. Ich meine, das wird ja sein Aussehen auf Dauer verändern. Und das passiert irgendwie so total selten, dass Charaktere so
komplett ihr Optisches verändern, nur durch eine Nebenquest, wenn ihr versteht, was ich meine. Ich bin sicher, hier wollte Kotalo seinen neuen Arm testen. Hey, Kotalo, ich bin am Treffpunkt an der Bebenzahnstätte. Willst du den neuen Arm testen? Ich bin gleich da. Und vor allem halt, wenn man auch die Quest nicht machen würde, dann hätte er das ja auch nicht. Was wir hier machen? Nein, noch nicht. Folge mir bitte. Warum ist er so geheimnisvoll? Aber ich hoffe einfach, dass es passiert. Also, dass er den neuen Arm bekommt. Du hast mich mit deinen Plänen fürs Bollwerk auch zappeln lassen. Und jetzt räche ich mich. Also gut. Geil. Ist okay, akzeptiere ich. Hier ist es. Okay. Was ist das hier? Siehst du gleich. Komm. Okay, raus damit, Kotalo. Der Test für meinen Arm ist das. Der bedroht das Tal schon lange. Hat viele vom Himmelsklan getötet. Jetzt ist Schluss. Ist mir eine Ehre. Yo! Fehlt dir mein Finger? Nach dir. Geil. Mal sehen, wie diesem Ding Metall schmeckt. Das finden wir jetzt gleich raus. Da muss, hab ich den eigentlich schon gescannt? Ja, das ist ein ganz normaler Aua! Versänger, ohne Scheiß. Ich müsste fliegen, um herauszufinden, was mit Ferita geschah. Aufpassen. Zack. Immer die Antennen abschießen. Aufpassen, schön ausgewichen. Das hat Schaden verursacht. Aufpassen, aua. Ich hab keine Muni mehr. So, ich hab keine Ahnung, wie der Dude kämpft. Oh, damn, Säure hit in. Verdammt, ich versuche irgendwie die Ding zu treffen. Da hinten ist ein Behälter. Ich versuche sie zu erledigen. Oh Mann, ich treffe das nicht. So, wir haben gerade Munition bekommen. Oh, geil, Digga. Gut so, Meister. Oh, da ist irgendwas explodiert. Wow, er war das? Tja, der neue Arm funktioniert jedenfalls. Das stimmt. Warum nimmst du ihn dann ab? Das ist, wer ich bin. Mit allen Narben. Alles andere wäre falsch. Eine Verkleidung. Ich nutze den Arm bei Bedarf. Doch die übrige Zeit bin ich einfach nur ich selbst. So ist es mir auch am liebsten. Ich danke dir für deinen Beistand. Die Logik verstehe ich ganz. Als Zeichen unseres Sieges. Danke. Dann sehen wir uns. Mögen die 10 mit dir sein. Hm. Also wie gesagt, ich kann es nur halb nachvollziehen. Alte Skulptur, Behemoth, Kraftlader, Panzer, Schnapper, weil klar, man sollte immer man selber bleiben. Safe bin ich auch voll dabei, aber dass der Arm verändert ja jetzt nicht sein Wesen als Mensch. So, das ist ja. Und es ist jetzt auch nicht so, als ob er einen gesunden Arm faken würde, sondern man sieht ja auch, dass es ein Elektroarm ist. Also es ist jetzt auch nicht so, als ob er Leuten was vorspielen würde oder so. Es ist ja einfach nur ein Hilfsmittel. Also für mich wirkt das eher so, als ob er einfach immer noch nicht bereit ist, fremde Hilfe anzunehmen. Ich meine, es ist seine Entscheidung und es kann mir relativ egal sein, aber ich kann die Logik nicht ganz nachvollziehen, muss ich zugeben. Naja, nicht so schlimm. So, ich möchte aber noch hier in Landfall mit dem Dude reden. Genau, begib dich nach ins Landfall des Vermächtnisses. Ist hier diese Quest? Ist das die Quest, wo dieses Leviathan-Abfluss... Ist es so ein Abflusssystem, ne?
Genau. Alva glaubt, dass Daten aus San Francisco den Quinn helfen werden. Genau, das ist Gemini, das machen wir. Und der erste Flug, das kann ich auch noch nicht machen. Okay, dann ist das jetzt noch die einzige Quest, die wir hier offen haben. Und die führt mich... Doch, okay, die führt mich hier nach Landfall. Hier müssen wir uns umhören. Wir haben ja auch ein Lagerfeuer, sehr schön. Dann reisen wir doch einmal darüber und gucken nach, ob uns hier jemand helfen kann, dieses Abwassersystem zu aktivieren. Ich meine, es ist ja nichts anderes, ne? Oh, und hier ist sogar noch eine andere Quest. Bitte, hallo. Hast du einen Moment? Natürlich, Kollege, was gibt's? Ahnen, bitte. Es geht um meinen Bruder. Ich will dich nicht stören, aber ich habe überall um Hilfe gefragt, aber nichts erreicht. Gut, erzähl mir alles. Verzeih mir. Mein Name ist Yoma. Ich bin der Waffenoffizier dieser Expedition. Ich muss sicherstellen, dass die Trupps bewaffnet und bereit für alles da draußen sind. Und das ist mir misslungen. Mein jüngerer Bruder Uris, seine Einheit sollte einen Turm im Norden der Insel auskundschaften. Sie hätten jetzt zurück sein müssen. Der Aufseher hat meine Bitte nach einem Suchtrupp abgelehnt. Ihm zu trotzen würde zumindest meine Entlassung bedeuten. Könnten Sie noch am Leben sein? Uris war, solange ich denken kann, wie besessen von San Francisco. Er wollte unbedingt an dieser Expedition teilnehmen. Ich hoffe, das Schicksal ist nicht so grausam, ihm diesen Ort zum Grab zu machen. Wenn du mir hilfst, verschaffe ich dir Zugang zu all meinen Waffen. Wenn ich in den Norden gehe, schaue ich nach deinem Bruder. Danke. Vielleicht hilft's. Mein Bruder trug ein Relikt von Ahnen bei sich. Ich denke, dein Fokus könnte es auffangen. Was für ein Relikt? Ein kleines Metallstück an einer Kette mit einem Hologramm von San Francisco. Deshalb hatte es mein Bruder immer bei sich. Die Wahrsager mutmaßten, dass es eine Art Signal sein könnte, das die Ahnen in die Stadt ruft. Mutmaßten? Es waren Daten darauf, die sie nicht lesen konnten? Es galt als verlorenes Wissen. Wenn mein Bruder tot ist, könntest du vielleicht das Relikt zurückbringen? Es bedeutete Uris so viel. Ich möchte es verwahren. Für ihn. Natürlich. Okay. Spannende Quest. Und hier gibt es sogar noch eine. Hallo, was ist denn hier in Landfall los? Die Leute brauchen uns auf einmal, ne? Ich verspreche dir. Wir finden nach Hause. Harim, wir bekommen den Kreiselkompass nie zurück. Wir hängen hier fest. Für immer. Die wiedergeborene Ahnen. Führe uns zur Wahrheit. Aloy, reicht. Was erzählt ihr von nie mehr nach Hause kommen? Unsere Navigationsschiffe sind alle weg. Von Stürmen und Riffen zerstört. Und damit das Instrument, das wir zum Überqueren des Ozeans brauchen. Es gibt ein Schiff, das einen intakten Kreiselkompass haben könnte. Doch es ist außer Reichweite, gestrandet auf einer Insel mit tödlichen Strömungen. Kein Kompass, kein Weg heim, kein Weg zu denen, die wir niemals hätten zurücklassen dürfen. Christia. Was ihr braucht, ist also auf einem Schiff irgendwo. Ja. Das, auf dem wir stationiert sind. In der Nacht, als wir uns Landfall näherten, erfasste eine Böe die Flotte. Einige Schiffe fanden hier sicheren Hafen. Unseres lief auf Grund. Wir gingen von Bord und hofften, der Ozean würde uns verschonen. Ich war sicher, dass wir ertrinken. Den Ahnen sei Dank strandeten wir irgendwie südwestlich von hier. Späher fanden uns und brachten uns nach Landfall. Es ist... Ach, egal. Das einzige Schiff mit Kreiselkompass ist gestrandet und von tödlichen Strömungen umgeben. Was ist denn dieser Kreiselkompass, den ihr sucht? Es ist ein Gerät, das die Ahnen benutzten, um den Ort eines Schiffes zu bestimmen. Es funktioniert nur, wenn man die Werte mit den Listen vergleicht. Wie seid ihr denn an so etwas gekommen? Ich denke, ich kann es dir sagen, da du die Gabe der Ahnen trägst. Die Wahrsager fanden sie auf alten Schiffen in unserem Heimatland und veränderten sie, sodass sie auf unseren Schiffen funktionieren. Ohne sie sind wir den Meeren ausgeliefert. Ihr zwei seid Soldatinnen? Seeleute, genau gesagt. Ich bin Harim. Das ist Christia. Ihr wisst also, wie man dieses Instrument bedient? Den Kreiselkompass. Nur ich kann ihn lesen. Die Wahrsager brachten es mir bei. Harim wurde ausgewählt, die Listen aus dem Vermächtnis auswendig zu lernen. Also könnt ihr die Flotte nicht ohne die andere navigieren? Es ist der Weg der Quen. Je größer das Wissen, das eine einzelne Person hat, desto größer die Gefahr, dass es dem Reich schadet, falls wir in die Hände unserer Feinde fallen. Euer Stamm ist sehr...
Vorsichtig. Ihr sagtet, ihr habt jemanden zurückgelassen? Meine Frau, Meandra. Sie arbeitet in den Feldern im großen Delta. Als ich für die Mission ausgewählt wurde, bat sie mich nicht zu gehen. Sie fürchtete, ich käme nicht zurück. Und wie immer hatte sie recht. Ich ging, ohne mich zu verabschieden. Und jetzt werde ich sie nie wiedersehen. Vielleicht kann ich helfen. Nur wenn du fliegen kannst. Das kann ich nicht. Wenn ich einen Weg finde, komme ich zurück. Sie ist eine wiedergeborene Ahnin. Vielleicht kann sie wirklich helfen. Ich erlaube mir noch nicht zu hoffen, aber danke für deine Güte. Okay, auch da brauchen wir die Flugfähigkeit. Jetzt ist es ziemlich eindeutig. Ich glaube nicht, dass ich zum Schiff komme. Zumindest jetzt nicht. Hey, Alva, ich bin in Landfall. Kannst du herkommen? Ich komme, sobald ich kann. Cool. Aloy, ich bin hier. Musste ein paar Maschinen ausweichen, aber hab's geschafft. Alles klar. Bereit für den Wahrsager? Ja. Er ist gleich da drüben. Wahrsagerin Alva, was machst du wieder in Landfall? Und mit der lebenden Ahnen? Wir suchen das Ed-Bay-Forschungszentrum, wo Leviathan entwickelt wurde. Dem Vermächtnis nach ist es irgendwo in der Stadt. Alva erwähnte, dass du in der Gegend Daten sammelst. Weißt du, wo es ist? Ja, ich war zufällig da. Aber da gab's keine Daten, nur bröckelnde Ruinen. Sag's uns trotzdem. Vielleicht finden wir was, das dir entgangen ist. Bitte, macht euch keine Mühe. Seid versichert, wir haben gründlich gesucht. Raus damit. Du verbirgst doch etwas. Was? Das ist absurd. Ein Wahrsager darf nur die Wahrheit sagen, wie du weißt. Du hast Angst, etwas Schlimmes gefunden zu haben. Etwas, das Aileen Sasaki kompromittiert? Doch nicht so laut. Hör zu. Ich versteh's ja, Nirik. Du willst zurück zu deiner Familie und da ist es sicherer wegzuschauen. Aber denk an Leviathan. Wie es allen helfen könnte. Sind wir nicht deshalb hier? Wir dürfen nicht aus Angst lügen. Also gut. Die Anlage liegt südlich von hier am Ufer. Doch, selbst wenn ihr Leviathan reparieren könnt, sind die Umstände doch garantiert verboten. Zu oft ist die Wahrheit verboten. Na los. Okay, damit kann man arbeiten. So, Freunde, und ob wir Leviathan wieder reparieren können und ob wir den Bruder von dem Kollegen, von dem Waffenbesitzer finden, all das erfahren wir beim nächsten Mal, Freunde. Vielen, vielen Dank, dass ihr heute wieder dabei wart. Shorty, Soyan Komora und Lord Ryoma sind aktuell unfassbare Ehrenmänner. Danke euch für den dicken Support hier auf dem Zeitkanal.